Willkommen bei Videowissen. Jetzt gab es eine neue Reihe bei Urknall, Weltall und das Leben zum Kraftwerk Erde, wo es also um die Thermodynamik der Erde geht. Die erste Folge war zu Entropie. Und da gab es eine ganze Reihe von sehr guten Kommentaren und auf die möchten wir heute ein bisschen eingehen. Gut. Also ich sortiere mal die Kommentare so ein bisschen. Und der erste Kommentar, auf den ich eingehen möchte, ist ein Kommentar, wo es heißt, es wäre schön, mal tiefer in den Entropiebegriff einzusteigen. Da gibt es eben eine ganze Reihe. Es gibt Boltzmann-Entropie in der Thermodynamik, Shannon-Entropie, Kolmogorov-Entropie und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Es gibt eine ganze Reihe von Entropieformen oder von Entropiebegriffen. Weil wir hier über Energieumwandlung im Erdsystem reden, da spielt eigentlich nur die thermodynamische Entropie eine Rolle. Da gibt es allerdings eben durchaus eben diese verschiedenen Verteilungsfunktionen, je nachdem, ob man diese Maxwell-Boltzmann-Verteilung hat oder Strahlung, also Strahlungsentropie oder eben chemische Entropie, wo man mit Fermionen zu tun hat. Und da gibt es dann auch. Bei Strahlung ist das die Bose-Einstein-Statistik und bei den Fermionen ist das die Fermi-Dirac-Statistik. Nun ist das so, dass man sich das durchaus vorstellen könnte, dass das irgendwie auch mit Informationsentropie verbunden ist. Und das möchte ich mal kurz illustrieren. Also zum Beispiel, wenn man eben einen Zustand vom thermodynamischen Gleichgewicht hat, dann braucht man eigentlich relativ wenig Informationen, um das zu beschreiben. Wenn man dagegen viele Temperaturunterschiede hat, dann braucht man entsprechend mehr Informationen. Also hat das wahrscheinlich schon irgendwas mit Informationsentropie zu tun, aber das ist noch nicht ganz so klar. Also deswegen möchte ich das eigentlich hierbei belassen, eben gerade diese thermodynamische Version oder Untergruppe von Entropiebegriffen, die ist eben wirklich relevant, um Energieumsatzsätze zu beschreiben. Und sie gibt eben halt auch eine Richtung vor, weil eben die Entropie insgesamt zunehmen muss, wie wir auch gesehen haben, eben von dem Sonnenlicht mit sehr geringer Entropie zu der Strahlung, die die Erde abstrahlt ins Weltall, bis letztendlich die Hintergrundstrahlung, die eben noch bei kälterer Temperatur entspricht. Dann haben wir noch weitere Kommentare. Zum Beispiel gab es einen Kommentar zu der Begrifflichkeit. Und zwar im Vortrag war immer wieder von der Erzeugung von Energie die Rede. Eine gängige Formulierung, hört man ja alle Tage. Müsste man aber nicht eigentlich von Umwandlung sprechen? Ja, stimmt, absolut. Eigentlich hat es mit Umwandlung zu tun. Wunderbar. Man kann das aber durchaus auch als Erzeugung reden, wenn man sich nur die spezifische Form anguckt von Energie, die erzeugt worden ist. Also zum Beispiel ein Kraftwerk erzeugt elektrische Energie. Natürlich im Zusammenhang damit, dass ein gewisser Teil von Wärme umgewandelt wurde, um diese elektrische Energie zu erzeugen. Oder eben es entsteht Bewegungsenergie, weil eben es thermische und weil zum gewissen Grad Wärme umgewandelt worden ist. Also insofern, wenn es eben gerade um diese nutzbare Energie geht, die man erzeugt, eben Strom, dann kann man durchaus von Erzeugung und Verbrauch reden. Dann haben wir noch Kommentare gehabt zu, sagen wir mal, Gravitation. Also zum Beispiel gab es einen Kommentar dazu, dass, also ich finde, dass Monde leistet doch dennoch Arbeit. Er hilft dabei, die Erdachse zu stabilisieren. Und ein anderer, dass Gezeitenkraftwerke haben tatsächlich nichts mit der Entropie der Ein- oder Ausstrahlung zu tun. Das stimmt natürlich. Also ich meine, Gezeiten und Monde hängen natürlich eng zusammen und da ist natürlich auch Energie im Spiel, obwohl eben keine Entropie. So wird zum Beispiel durch die Gezeiten, durch die Wechselwirkung der Erde mit Sonne und Mond, wird Energie dissipiert. Das ist eben das, was sich in Gezeiten bewerkstelligt und das wird dann irgendwann auch wieder in Wärme umgewandelt. Und was da letztlich passiert ist, dass das Erde-Mond-System hat gewissen Anteil von Bewegungs- und Rotationsenergie und da gilt dann die Drehimpulserhaltung. Aber man kann trotzdem noch einen gewissen Grad von dieser Summe aus Rotationsenergie und Gravitationsenergie kann man noch reduzieren, man kann es minimieren und diesen Unterschied, den kann man eben durch Gezeiten dissipieren. Dann gab es einen Kommentar
Da heißt es, ich vermisse die solarthermische Nutzung. Also ich sage mal so, wir sind noch nicht ganz bei den erneuerbaren Energien angekommen. Da werden wir noch mal näher drauf eingehen. Allerdings hatten wir auch schon von der Photovoltaik hier in der Reihe gesprochen. Und da ist eben der Unterschied, also Solarthermie nutzt Solarstrahlung, wenn es umgewandelt worden ist in Wärme. Und das Besondere bei der Photovoltaik ist ja, dass es eben nicht in Wärme umgewandelt wird, sondern direkt in Strom und deswegen sehr viel effizienter ist. Aber da gehen wir auch noch detaillierter ein, wenn es um erneuerbare Energien geht. Dann gab es noch einen Kommentar zur Geothermie. Also wie viel eigentlich durch Geothermie genutzt wird oder wie das eigentlich der Beitrag zum System Erde ist. Nun, die Geothermie, das ist ein relativ geringer Wärmefluss, der aus dem Erdinneren kommt. Wenn man das also in Größenordnung setzt, das, was an Einstrahlung kommt, das sind 175.000 Terawatt. Das, was an geothermischen Wärmestrom aus dem Erdinneren kommt, sind lediglich 50 Terawatt. Also mit anderen Worten sehr, sehr viel geringer. Also es gibt Arbeit im Erdinneren, wird ein Magnetfeld erzeugt, es gibt Mantelkonvektion, es gibt Plattentektonik, es verschieben sich kontinentale Platten, sie werden aufgehoben, also es wird potenzielle Energie erzeugt, es gibt Erdbeben, die Spannungsenergien abbauen. Also da wird durchaus was dissipiert. Allerdings ist es eben von der Größenordnung wesentlich geringer als das, was im Klimasystem umgewandelt wird, weil eben die Sonne als Energiequelle so viel größer ist als das, was an Energie aus dem Erdinneren kommt. Dann ging es noch darum, ob man eben Menschen oder Lebewesen allgemein als Entropiezunahmeverstärker sehen kann. Nun, da gehen wir auch in einer Folge darauf ein, wie man eigentlich das Leben als thermodynamisches System verstehen kann oder auch die Menschheit. Letztendlich, was wir Menschen machen, ist, dass wir überwiegend Energie verbrauchen. Also wir nehmen nutzbare Energie, verbrauchen sie und verwandeln sie in Wärme. Wir dissipieren sie, also zum Beispiel, um unseren Metabolismus aufrechtzuerhalten. Aber dann gab es noch von der Person noch eine Rückfrage und er meinte, ja, wie ist denn das in so einem größeren Bild? Und also wenn wir jetzt also einen Planeten uns überlegen, der Leben hat und vergleichen den mit wenig Leben, also mit anderen Worten, wird eigentlich der zweite Hauptsatz durch Leben beschleunigt. Und ich denke, das ist durchaus der Fall. Es ist nicht viel Beschleunigung, aber ein bisschen ist da schon dabei. Und das möchte ich am Beispiel von dem Klimasystem darstellen. Das Klimasystem verteilt Wärme und dadurch emittiert letztendlich die Erde gleichmäßiger ins Weltall und emittiert damit mehr, also die Strahlung bei höherer Entropie ins Weltall. Und in gewisser Weise entspricht das einer Beschleunigung des zweiten Hauptsatzes. Dann gab es auch die Frage nach der Wasserkraft. Die Nutzung der Wasserkraft gehört auch zum großen Bereich Kraftwerk-Atmosphäre. Ja, tut es. Und da haben wir sogar eine ganze Folge dazu, wie man den Wasserkreislauf als thermodynamisches System darstellen kann und welche Form von Arbeit da eigentlich geleistet wird. Ich glaube, damit habe ich so eigentlich die Hauptpunkte abgehandelt und ansonsten gerne noch nachfragen und wir freuen uns über Kommentare.